Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie herzlich begrüßen zu einem weiteren Beitrag in der Reihe Theoretische Elektrotechnik. Mein Name ist Hans-Georg Krauthäuser. Ich bin Inhaber der Professur für Theoretische Elektrotechnik und elektromagnetische Verträglichkeit an der TU Dresden. Das ist heute der inzwischen sechste Beitrag im Bereich der Elektrostatik und Sie werden gleich feststellen, dass es im eigentlichen Sinne heute gar nicht um die Elektrostatik geht, sondern wir schauen uns an, wie wir Funktionen nach vollständigen orthogonalen Funktionssystemen entwickeln können. Und das ist etwas, das brauchen wir in der Elektrostatik, deshalb machen wir es hier, aber wir brauchen es eben tatsächlich auch in anderen Bereichen. Das ist eine Thematik, die Sie nicht nur in der theoretischen Elektrotechnik brauchen, die brauchen Sie in der Elektrotechnik insgesamt. Und tatsächlich gibt es auch außerhalb der Elektrotechnik vielfältige Anwendungen für dieses Thema. Gut, wir fangen an, indem wir noch mal ganz kurz motivieren. Einiges habe ich schon gesagt. Wir haben es, oder das, was uns in der Elektrostatik momentan interessiert, ist ja, dass wir Lösungen der Poisson- bzw. Laplace-Gleichung finden wollen. Und analytische Lösungen zu finden, ist tatsächlich in der Regel nur bei speziellen Geometrien möglich. Aber solche analytischen Lösungen haben wirklich eine besondere Bedeutung. Sie sind wesentlich leistungsfähiger als nur numerische Lösungen. Und deshalb macht man wirklich viel und versucht im Prinzip fast alles, um tatsächlich solche analytischen Lösungen aufzufinden. Man stellt immer wieder fest, dass dabei Reihenentwicklungen, und zwar Reihenentwicklungen nach problemangepassten Basisfunktionen, nach Eigenfunktionen eben sehr hilfreich sein könnten. Beispiele dafür, die wir uns auch hier anschauen werden, sind eben die Fourier-Reihe oder auch die Entwicklung nach Kugelflächenfunktionen. Kugelflächenfunktionen im Englischen Spherical Harmonics genannt, sind tatsächlich auch von sehr, sehr großer Bedeutung. Dieses Kapitel ist also ein eher mathematisches Kapitel. Man hätte es auch woanders unterbringen können. Und es dient eben dazu, dass Sie diese mathematischen Definitionen, die Sie wahrscheinlich schon kennen, einfach nochmal auffrischen und dass wir da ein paar Beispiele zugeben. Ich habe schon gesagt, dass das Ganze auch außerhalb der Elektrostatik und auch eben außerhalb der Elektrotechnik von großer Bedeutung ist. Gut, wir brauchen ein paar Definitionen. Wir fangen an mit den quadratintegrablen Funktionen. Eine auf einem Gebiet D, was eine Teilmenge des Rn ist, bezeichnen wir mit L2 den Raum der quadratintegrablen Funktionen. Ganz allgemein gibt es den Lp, das ist der Lebesgue-Raum der p-fach integrierbaren Funktionen. Der wird dann eben quadratintegrabel genannt, wenn eben dieses Betragsquadrat über diese Funktion, wenn das kleiner ist als unendlich ist, dann nennen wir diese Funktion eben eine quadratintegrable Funktion. Ja, für das Betragsquadrat brauchen wir natürlich eine Norm und diese Norm ist induziert von einem Skalarprodukt und das Skalarprodukt ist hier nochmal hingeschrieben. Also Skalarprodukt U mit V ist definiert als das Integral U Sternchen mal V dx. Nebenbemerkung, mit diesem Skalarprodukt ist der Raum der quadratintegrablen Funktionen eben auch ein Hilbertraum, um hier auch nochmal einen Begriff zu nennen, den Sie aus anderen Zusammenhängen schon kennen. In solchen Räumen spielt die Orthogonalität eine große Rolle. Also wenn wir schon mal ein Skalarprodukt haben, dann können wir damit natürlich auch die Orthogonalität von Funktionen definieren. Wenn wir also jetzt n Funktionen un haben, dann sind die zueinander orthogonal oder zwei davon sind zueinander orthogonal, wenn das Skalarprodukt verschwindet, beziehungsweise wenn ich hier n und m mal beliebig lasse, dann kann das nur dann einen endlichen Wert c n m annehmen, der ungleich 0 ist, wenn n gleich m ist, sprich wenn es in Wirklichkeit die gleichen sind.
Etwas spezieller noch, die Orthonormalität. Hier kommt einfach hinzu, dass es nicht irgendeine konstanter, ein beliebiger konstanter Wert ist, wenn die Funktion skalar mit sich selber multipliziert wird, sondern dass dann eben der Wert 1 rauskommt. Sprich, dass das Skalarprodukt UN, UM dann eben Delta NM ist. Und wie gesagt, Skalarprodukt werden wir immer auf diese Art und Weise, Skalarprodukt von Funktionen immer auf diese Art und Weise definieren, wie das hier steht, als Integral U Sternchen mal U. Das führt uns dann relativ schnell auch zum Begriff der Vollständigkeit, aber hier können wir jetzt nicht einfach mit einer Definition anfangen, sondern das müssen wir ein klein bisschen entwickeln. Es sei jetzt also f von x eine quadratintegrable Funktion auf einem Teilgebiet D des Rn. Und außerdem haben wir noch Uns von x. Das ist ein System quadratintegrabler, zueinander orthonormaler Funktionen. Und weiter sei eine solche Linearkombination, Summe n gleich 1 bis groß n, Cn, Un, das bezeichnen wir als f groß n. Eine solche lineare Überlagerung sei uns außerdem noch gegeben, mit eben Koeffizienten Cn, die bisher noch unbekannt sind. Eine solche Überlagerung heißt auch Entwicklung nach Un. Und naja, der Sinn einer solchen Entwicklung wird jetzt natürlich sein, dass wir versuchen, die Entwicklung so zu machen, dass das f groß n möglichst nah an das fn herankommt. Wir wollen also das f von x darstellen durch eine solche Reihe fn von x. Und dabei soll die Funktion f groß n die Funktion f von x eben möglichst gut approximieren. Und da muss ich natürlich sagen, was ich mit möglichst gut meine, was ich unter möglichst gut verstehe. Und hier wollen wir das in der Art und Weise operationalisieren, dass wir sagen, das Integral über das Betragsquadrat der Differenzfunktion, das soll minimal werden. Und wir werden dieses Integral, diese Integral über diese Differenzfunktion, dem werden wir einen Namen geben. Das ist unser f-Delta. Hier steht es nochmal. Und natürlich können wir jetzt diesen Betrag hier ausmultiplizieren und bekommen dann insgesamt vier einzelne Terme, wie sie hier unten stehen. Ja, die stehen auch auf dieser Formel nochmal oben, damit man sie besser im Blick behält. Und ja, wir erinnern uns daran, wir wollen das C-Delta minimieren in Abhängigkeit der Koeffizienten Cn, beziehungsweise dann natürlich Cn-Sternchen. Und wenn ich das minimieren will, dann bilde ich die Ableitungen nach den Größen, bezüglich derer ich minimieren will, und fordere, dass die Ableitungen verschwinden. Das heißt, wir bilden einmal die Ableitung nach Cn. Das liefert dann einen Beitrag aus dem dritten Term und aus dem vierten Term. Und das Ganze ist hier hingeschrieben und soll eben gleich 0 sein. Und ganz analog, die Ableitung nach dem Cn-Sternchen liefert dann einen Beitrag aus dem zweiten Term und aus dem vierten Term. Und auch das ist nochmal hingeschrieben und das soll auch 0 sein. Ja, wenn wir uns die beiden Formeln anschauen, dann sieht man eigentlich sofort, da steckt jetzt nicht unterschiedliche Informationen drin, weil das eine ist das Konjugatkomplexe des anderen. Es reicht also vollkommen, wenn wir uns eine dieser Gleichungen vornehmen. Und weil wir ja eine Aussage über das Cn machen wollen, das hier in der zweiten Gleichung steht, nehmen wir die zweite Gleichung und lösen sie einfach nach Cn auf. Das ist einfach, sodass wir dann eben eine Vorschrift bekommen, wie wir die besten Koeffizienten Cn finden. Einfach indem wir das Integral über das Definitionsgebiet un Sternchen mal f dx bilden. Und immer dann, wenn mit den so gewählten Koeffizienten, also mit den optimalen Koeffizienten, die Differenzfunktion, das f-Delta, im Limes n gegen unendlich tatsächlich 0 wird, das heißt, wenn für ausreichend große n im Grenzwert n gegen unendlich das fn eine
perfekte Approximation von f von x ist, dann sprechen wir von Konvergenz im Mittel. Ja, und das führt uns jetzt haben wir begrifflich genügend eingeführt, das führt uns jetzt tatsächlich auf die vollständigen Funktionensysteme. Für ein orthonormales Funktionensystem un von x auf d, wobei n jetzt eben natürliche Zahlen sind, 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Ein solches orthonormales Funktionensystem heißt vollständig, falls für jede quadratintegrable Funktion f von x auf d diese Reihe, hier sind jetzt die optimalen Koeffizienten schon eingesetzt, im Mittel gegen f von x konvergiert. Und wenn das so ist, wenn also die Differenz beliebig klein wird, ja, dann ist f von x tatsächlich diese Reihe, aber eben bis ins Unendliche fortgeführt. Auch hier sind die Koeffizienten direkt in ihrer optimalen Form eingesetzt. Und daraus ergibt sich dann sofort die sogenannte Vollständigkeitsrelation. Das sieht man, wenn man hier ein wenig umsortiert. Wir können das Integral mal nach vorne holen. Und dann steht ja unter dem Integral nur noch Summe un Sternchen un f von x' dx' und auf der anderen Seite steht gleich f von x. Und das ist eine Form, die wir sonst eben tatsächlich nur von der Delta-Funktion kennen. So haben wir die Delta-Funktion mal eingeführt. Das heißt, hier sieht man dann sofort, dass diese Summe, der Term, der vor dem f von x' steht, eben diese Summe n gleich 1 bis unendlich un Sternchen von x' mal un von x, dass das tatsächlich Delta von x minus x' ist. Ja, und jetzt fangen wir mal mit Beispielen an für solche vollständigen Funktionensysteme. Das erste ist etwas, was Sie sicher kennen, nämlich die Fourier-Reihenentwicklung. Da ist das Definitionsgebiet ein beliebiges Intervall, minus a bis plus a. Wir haben das jetzt mal symmetrisch um den Nullpunkt gesetzt. Das muss nicht so sein, ist aber auch keine Einschränkung, weil wir den Nullpunkt dieser Koordinatenachse ja beliebig wählen können. Also können wir es auch symmetrisch annehmen. Und dann haben wir ein Funktionensystem, das in dieser Art und Weise hier definiert ist. U0, U1, U2, U3 entsprechend durch mit dieser Definition. Und dieses System von Funktionen, das ist tatsächlich ein vollständiges Funktionensystem. Wir machen jetzt hier nicht den Nachweis, dass es ein vollständiges Funktionensystem ist. Solche Nachweise sind häufig tatsächlich auch ein wenig mühsam. Wir werden sowas hier nicht beweisen, sondern wir glauben den Mathematikern, die das dann schon bewiesen haben, dass das so ist. Mit diesem vollständigen Funktionensystem können wir jetzt natürlich jede quadratintegrable Funktion auf diesem Intervall entwickeln. Diese Entwicklung nennt man dann eine Fourier-Reihe. Und diese Fourier-Reihe, wenn ich sie bis unendlich führe, ist tatsächlich für jede quadratintegrable Funktion dann keine Approximation mehr, sondern eine exakte Darstellung, weil es eben ein vollständiges Funktionensystem ist. Ja, und hierbei kann ich die Koeffizienten natürlich so berechnen, wie ich das eben auch hingeschrieben hatte, aus den Formeln oder die Formeln für die optimalen Koeffizienten jetzt eben auf diesen Fall angewendet. Das gibt gerade hier diese Berechnungsvorschriften, die hier nochmal aufgeschrieben ist. Ja, und man kann sich das natürlich auch an einem Beispiel mal anschauen. Sowas kennen Sie auch schon aus anderen Zusammenhängen. Mir ist es wichtig, an der Stelle nochmal darauf hinzuweisen, dass Sie zwar jetzt jede quadratintegrable Funktion auf diesem Intervall, das Intervall ist hier eben mal minus Pi bis Pi, entwickeln können, dass diese Reihe dann auch tatsächlich in jedem Fall gegen diese quadratintegrable Funktion konvergiert. Aber das geht nicht gleich schnell, sondern wie schnell das geht, ist tatsächlich stark abhängig von der Ursprungsfunktion. Wir haben hier mal eine, die so ein wenig dreiecksförmig ist und eine, die sehr, sehr stark gepiekt ist. Die hat nur einen starken Beitrag hier eben bei x gleich 0 und verschwindet ansonsten. Und wenn wir jetzt hier der Reihe nach aufsummieren, das wäre also jetzt der erste Term, das wären die ersten beiden Terme, die ersten drei, die ersten vier, die ersten fünf, die ersten sechs, die ersten sieben, die ersten acht,
und so weiter, dann sieht man schon, also jetzt nach wenigen Termen kann ich dieses dreiecksförmige Gebilde ziemlich gut schon approximieren. Bei diesem stark gepieksten Gebilde, da tut sich die Folienreihe wesentlich schwerer. Und wir können das jetzt auch einfach mal fortsetzen. Ich habe das hier bis 20 Mal gemacht. Im Übrigen finden Sie die Skripte auch im OER-Ordner der Professur, damit Sie da auch selber mit rumspielen können. Und selbst hier nach 20 Schritten sieht man, das eine ist fast perfekt, das andere liegt hier bei, in der Spitze bei gerade mal 0,4. Also bis das wirklich in der reinen Entwicklung dann auch das Maximum gut approximiert, das wird noch eine ganze Zeit lang dauern. Und warum das so ist, ist eigentlich trivial. Es hängt damit zusammen, wie stark ähnelt die Ursprungsfunktion denn eigentlich den Funktionen, nach denen man entwickelt. Wenn etwas schon aussieht wie ein Sinus oder ein Kosinus, dann lässt es sich auch gut als Sinus oder Kosinus darstellen. Und wenn es ganz anders aussieht, wie eben hier diese stark gepiekte Funktion, dann ist das eben wesentlich schwieriger. Und das gilt nicht nur jetzt innerhalb von einem Funktionensystem für unterschiedliche Funktionen, die approximiert werden sollen, sondern umgekehrt ist es auch so, dass ein anderes vollständiges Funktionensystem jetzt eben zum Beispiel diese gepiekte Funktion vielleicht wesentlich besser, wesentlich schneller approximieren könnte. Das heißt, bei solchen Reihenentwicklungen hängt auch viel davon ab, dass man das richtige Funktionensystem nimmt. Sie können zwar nach jedem vollständigen Funktionensystem entwickeln, aber die Entwicklung ist nicht immer gleich gut, gleich effektiv. Das war das erste Beispiel. Als zweites möchte ich Sie nochmal hinweisen auf die Kugelflächenfunktion. Auch die sind sicherlich an anderer Stelle schon eingeführt worden. Im Englischen heißen sie Spherical Harmonics und sie haben tatsächlich auch was mit den harmonischen Funktionen zu tun. Weiter hinten gebe ich Ihnen nochmal einen Link, wo die Universität Münster eine sehr schöne Darstellung hat, nicht nur eine visuelle Repräsentation der Kugelflächenfunktionen, sondern auch eine Anknüpfung an die normalen Sinus und Cosinus, also an die normalen harmonischen Funktionen. Wie kommen wir auf die Kugelflächenfunktionen? Wir betrachten die Laplace-Gleichung und zwar in Kugelkoordinaten R, Theta und Phi. Wenn wir das machen, wenn wir also die Laplace-Gleichung Laplace Phi gleich 0 betrachten und das in Kugelkoordinaten machen, dann schreiben wir natürlich auch den Laplace-Operator in Kugelkoordinaten hin. Das ist hier passiert. Und man sieht dann, dass er in zwei Anteile zerfällt. Das eine ist der sogenannte Radialanteil, wo die Ableitungen nach der Koordinate R drin stehen. Und wir haben einen zweiten Anteil, der ist spätestens hier hinten dann auch gemischt mit Phi und Theta, wo eben die Winkelableitungen drin stehen. Und deshalb nennt man diesen Anteil den Winkelanteil. Wir werden also das Delta, den Laplace-Operator, darstellen als Laplace R plus 1 durch R Quadrat Laplace Theta Phi. Und wenn man so etwas hat, dann liegt es nahe, das werden wir später im nächsten Video genauer gesagt beim Thema Separation der Variable nochmal sehen, dann liegt es nahe, wenn der Operator schon so zerfällt, dass man dann einen sogenannten Produktansatz ausprobiert. Das heißt, wir werden jetzt als Ansatz verwenden, dass das Phi von R, Theta und Phi gleich das Produkt einer Funktion ist, die nur vom R abhängt und einer Funktion, die nur von Theta und Phi abhängt. Diese Funktion nennen wir R und Y und sie haben zusätzliche Indizes L und L und M. Diese Indizes erschließen sich Ihnen an dieser Stelle noch nicht. Die Begründung für diese Indizes hat man eigentlich erst, wenn man das Ganze dann gelöst hat. Also nehmen Sie es im Moment einfach hin. Wenn wir das in die Laplace-Gleichung einsetzen, den Produktansatz, so wie das hier steht, und eben dann den Operator entsprechend aufspalten, dann können wir das natürlich sozusagen auswerten, also anwenden, und dabei fallen natürlich etliche Terme weg.
weil eben das R nur von R abhängt und das Y nur von Theta und Phi abhängt. Was rauskommt, wenn man das entsprechend durchführt, ist diese eingerahmte Gleichung hier vorne. Und natürlich, wenn wir nach wie vor die Laplace-Gleichung betrachten, muss das Ganze nach wie vor gleich 0 sein. Das können wir noch ein bisschen umformen. Wir würden also jetzt durch Phi selber, also durch R mal Y dividieren und außerdem mit R Quadrat multiplizieren. Dann bekommen wir diese Form. Das, die Terme mit Y sind jetzt auf eine Seite gebracht, die Terme mit R auf die andere Seite gebracht. Und um die Laplace-Gleichung zu erfüllen, also dass damit die Summe gleich 0 ist, müssen natürlich diese beiden Terme, wie sie hier stehen, gleich sein. Und gleich sein heißt, die entsprechend irgendeiner Konstante, die wir zunächst mal nicht kennen und die wir jetzt auch relativ willkürlich mit diesen Indizes oder mit einem der Indizes in Verbindung setzen. Wir setzen die nämlich als L mal L plus 1 an. Können wir machen. Und wie gesagt, wir werden später sehen, warum das eine günstige Wahl ist. Ja, das ist die Identität hier nochmal wiederholt, die wir gerade schon hatten. Und man sieht, dass wir jetzt letztendlich unser Ursprungsproblem, Laplace-Gleichung mit einer partiellen Differentialgleichung, mit einer partiellen Differentialgleichung ersetzt haben durch zwei weitere Probleme, die aber in gewisser Weise einfacher sind. Wir haben also eine Differentialgleichung, die tatsächlich eine gewöhnliche Differentialgleichung ist, die sogenannte Radialgleichung. Laplace R, RL gleich L mal L plus 1 durch R Quadrat mal angewendet auf RL. Und diese gewöhnliche Differentialgleichung hier, die kann man lösen. Ich sage die Lösung nur an. Wir werden wahrscheinlich im nächsten Video in einem Beispiel das nochmal etwas genauer betrachten. Die Lösung lässt sich schreiben in der Form a mal r hoch l plus b mal r hoch minus l plus 1. Ich glaube, das könnte sein, dass hier die Klammern fehlen. Rechnen es mal nach. Ich glaube, hier steht minus, Klammer auf, L plus 1. Aber rechnen es mal nach. Brauchen Sie nur einzusetzen, dann sehen Sie es. Wichtiger ist hier die Winkelgleichung, die hier nochmal hingeschrieben ist. Und diese Winkelgleichung, das ist nach wie vor eine partielle Differentialgleichung. Und sie kommt hier in Form einer Eigenwertgleichung. Die Funktionen ylm sind die Eigenfunktionen zum Eigenwert minus l mal l plus 1. Und hier steht nach wie vor dieser doppelte Indiz, wo man noch nicht weiß, warum steht der eigentlich da. Und das liegt einfach daran, oder was hier zum Ausdruck kommt, ist, dass wir gleich sehen werden, dass es zu einem Eigenwert tatsächlich immer mehrere Lösungen gibt, mehrere so Eigenfunktionen gibt. Die Mathematiker sprechen dann von Entartung. Und diese mehreren Lösungen, die es dann gibt, werden mit dem zweiten Index m zusätzlich nummeriert. Und ja, diese Lösungen genau dieser Gleichung hier, die tauchen in vielen verschiedenen Zusammenhängen auf. Und diese Lösungen, den Lösungen hat man deswegen einen eigenen Namen gegeben. Diese Funktionen ylm, die also Lösungen dieser Differentialgleichung sind, das sind die Kugelflächenfunktionen. Und die Kugelflächenfunktionen, deshalb sind sie auch so bedeutend, die bilden ein vollständiges Funktionssystem auf der Einheitskugel. Auf der Einheitskugel heißt einfach nur, naja, sie sind ja definiert für Theta und Phi. Theta zwischen 0 und Pi und Phi zwischen 0 und 2 Pi, das ist ja gerade die Einheitskugel. Also das, was vorher unser D war, ist jetzt einfach die Einheitskugel. Ja, und wir schauen uns ein paar Eigenschaften dieser Kugelflächenfunktionen an. Zunächst mal
wird man sie häufig tatsächlich in dieser Form schreiben, wie das auch hier unten dargestellt ist. Und da steht eben der Zusammenhang mit den zugeordneten Legendre-Polynomen PLM von Z taucht hier auf. Das heißt, hier nochmal ausführlich vorgelesen, das YLM ist eine Funktion, die das Gebiet 0 bis Pi kreuz 0 bis 2 Pi, das ist die Einheitskugel, abbildet in den Raum der komplexen Zahlen in der Form, dass einem Tupel Theta Phi zugewiesen wird, die Funktion 1 durch Wurzel 2 Pi mal diesem Normierungsfaktor, der häufig als NLM abgekürzt wird, mal eben die zugeordneten Legendre-Polynome mit Index LM, diese aber ausgewertet an der Stelle Cosinus Theta und das Ganze noch multipliziert mit E hoch J M Phi. Sieht vielleicht ein bisschen kompliziert aus, ist aber in Wirklichkeit gar nicht so kompliziert. Ich habe eben schon gesagt, es gibt aus Münster, genauer gesagt aus der Physikdidaktik der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster, ein schönes Video, das Sie hier unter diesem Link auch auf YouTube finden oder eben auf der entsprechenden Webseite der Physikdidaktik. Das lohnt sich durchaus, da mal reinzuschauen. Ich finde das sehr gelungen und sehr anschaulich, wie das dort erklärt wird. Ja, und natürlich ist es auch lohnenswert, sich einfach mal die Ausdrücke anzuschauen. Und hier sind mal die ersten paar ausgerechnet für L gleich 0, L gleich 1, L gleich 2. Für L gleich 0, Sie erinnern sich daran, auch das M darf nur zwischen minus L und plus L sein. Gibt es dann genau eine Lösung. Für L gleich 1 darf M dann die Werte minus 1, 0 und plus 1 annehmen. Da gibt es also diese drei. Für L gleich 2 gibt es dann schon 5 und so weiter und so fort. Hier wird jetzt auch deutlich, wofür wir den zweiten Index M gebraucht haben. Und diese Funktionen, das sind einfach alles Lösungen der Winkgleichung, die ich Ihnen eben schon gezeigt habe. Wer es nicht glaubt, rechnet es nach. Und damit ist dann auch letztendlich unser Produktansatz begründet, weil wenn er zum Ziel führt, dann ist er natürlich auch ist auch natürlich auch der richtige Ansatz gewesen. Im Übrigen ist hier noch festzuhalten, wenn man sich das überlegt, dann haben wir ja hier normale trigonometrische Funktionen. Das heißt, die werden bezüglich Theta jetzt im Intervall zwischen 0 und Pi genau einen Knoten haben. Das ist jetzt kein Knotenpunkt, weil durch die Phi-Drehung wird das sozusagen zu einer Knotenlinie. Und das kann man sich auch ganz gut merken. Wir haben also hier bei 0, das ist ja konstant, das ist aber eine konstante Funktion, haben wir keine Knotenlinie. Bei L gleich 1 haben wir eine Knotenlinie. Bei L gleich 2 haben wir dann zwei Knotenlinien und so setzt sich das auch fort. Also der Index L zählt im Prinzip ab, wie viele Knotenlinien es gibt. Und M sind dann die zugehörigen Lösungen, die es eben für dieses L gibt. Schauen wir uns ein paar Eigenschaften der Kugelflächenfunktionen an. Sie sind orthonormal. Und das ist eben, wenn ich das Skalarprodukt hinschreibe, dann übrigens jetzt mal hingeschrieben mit dem Integral d Cosinus Theta, nicht d Theta. Deshalb sind hier auch die Integralgrenzen nicht 0 bis Pi, sondern minus 1 bis 1. Also dieses Skalarprodukt, das ist eben Delta LL' Delta MM'. Mit anderen Worten, das Skalarprodukt ist nur dann von 0 verschieden, wenn L gleich L' und M gleich M' ist, wenn es also wirklich die gleichen Funktionen sind. Vollständigkeitsrelation, ja, auch einfach nur hingeschrieben, Summe L gleich 0 bis unendlich, M gleich minus L bis plus L und dann eben hier das Produkt entsprechend hingeschrieben ist Delta Phi minus Phi Strich mal Delta Theta minus Theta Strich. Das heißt, auch das gibt nur einen von 0 verschiedenen Beitrag, wenn an der Stelle Phi gleich Phi 0 und Theta gleich Theta 0. Das ist die Vollständigkeitsrelation. Und ganz wichtig natürlich dann der Entwicklungssatz, weil es ein vollständiges Funktionssystem auf der Einheitskugel ist, können wir jetzt also jede beliebige quadratintegrable Funktion, die auf der Einheitskugel definiert ist,
nach den Kugelflächenfunktionen entwickeln in dieser Form. Und wir wissen eben auch, dass die optimalen Entwicklungskoeffizienten so aussehen, wie das hier hingeschrieben ist. Das ist einfach einsetzen in die allgemeine Formel, die wir vorher gefunden hatten. Und es ist natürlich sehr schön, dass man da eine klare Berechnungsvorschrift hat, wie man diese optimalen Koeffizienten ausrechnet, die natürlich dann von L und M abhängen. Und jetzt haben wir ja den, nach wie vor den Produktansatz. Und wenn wir so eine Entwicklung haben für den Winkelanteil, dann brauchen wir den ja jetzt eigentlich nur dann mit dem Radialanteil zu multiplizieren und haben dann eine Lösung für das für die Potentialfunktion selber, jetzt eben als Funktion von R, Theta und Phi. Das Ganze, das ist im Prinzip dieser Ausdruck hier nochmal hingeschrieben, jetzt aber zusätzlich mit dem R, L von R multipliziert. Und wir erinnern uns daran, dass das R, L von R Lösung der Radialgleichung ist und die doch relativ einfache Form A mal R hoch L plus B mal R hoch minus L plus 1 ist. Hier wieder die gleiche Frage, eventuell steht auch hier R minus Klammer auf L plus 1. Das bitte nochmal nachrechnen. Ich werde es natürlich dann in den Folien gegebenenfalls auch korrigieren. Ja, und dieser Term hier, das ist ja jetzt sozusagen der Entwicklungskoeffizient, den wir jetzt haben, der aber von R abhängt. Und natürlich könnten wir den auch direkt wieder über die Bedingung für die optimalen Koeffizienten hinschreiben, nur dass es jetzt eben zusätzlich von R abhängt. Ja, wir werden hierzu jetzt keine Beispiele rechnen. Dazu kommt aber noch was im nächsten Video, wenn wir die Separation der Variablen anschauen. An der Stelle möchte ich einfach noch ein paar Schlussbemerkungen ergänzen. Also natürlich sind die beiden hier vorgestellten vollständigen Funktionensysteme nicht die einzigen, die wir verwenden werden. Es werden andere hinzukommen. Aber was man sich an der Stelle schon mal merken kann, bei kartesischen Symmetrien ist es häufig so, dass tatsächlich harmonische Funktionen ein guter Ansatz sind und dann eben entsprechend frühe Entwicklungen gemacht werden. Und bei sphärischen Symmetrien, naja, das hat man jetzt glaube ich schon gesehen, sind eben die Kugelflächenfunktionen häufig eine sehr gute Wahl oder eben sphärisch-harmonische Funktionen auch genannt. Die werden wir also auch sehr häufig verwenden. Was an der Stelle schon mal erwähnt wäre, eine weitere Symmetrie, die häufig vorkommt, ist eine zylindrische Symmetrie. Und das führt uns dann sehr schnell auf Bessel-Funktionen, weil das dann die Eigenlösungen der entsprechenden Differentialgleichung ist, die dann auftaucht. Also schon mal darauf achten, Bessel-Funktionen werden mit Sicherheit hier auch noch gebraucht werden. Und wir werden das eben wieder aufgreifen, wenn eben dann die entsprechenden Probleme betrachtet werden. Dieses Kapitel diente jetzt erstmal eigentlich nur dazu, die Begrifflichkeiten mal wieder aufzufrischen. Gut, das soll es für heute dann auch gewesen sein. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und wie immer finden Sie weitere Informationen auf der Webseite der Professur. Besten Dank, bis zum nächsten Mal.